Why you all about my business? Yeah, I've been working hard, always keeping to myself. Why you acting like a witness? Servus Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal zu einem neuen Tabak Review. Heute dreht sich alles um den Alpha. Alpha hat neue Sorten am Schlüssel und ich habe mir mal eine davon gegönnt, zu dieser Jahreszeit perfekt. Den Asphalt habe ich mir gegönnt. Was soll drin sein im Asphalt? Da soll drin sein Banane, Kirsche, Ananas und Milch. Eine richtig kranke Mischung, würde ich mal sagen. Habe ich selber noch nicht geraucht in dieser Kombination. Dann riechen wir doch mal, ob da auch alles Mögliche drin vorhanden ist, was laut Aussage des Herstellers drin sein soll. Ja, aber auf jeden Fall. Ihr habt auf jeden Fall diese Bananennote, wo richtig nice rüberkommt. Riecht auf jeden Fall so wie diese Bananenmilch, wo ihr euch anrühren könnt. Richtig nice. Im Hintergrund diese Kirsche. Von der Ananas habe ich jetzt gar nichts gerochen, würde ich mal sagen. Aber dieses Cremige, diese Milch, wo drin sein soll, einfach krank. Richtig nice. Also spricht mich richtig an, diesen Tabak jetzt auf jeden Fall mal vorzustellen. Wie gesagt, das Ganze kommt in diesem Döschen hier. Sehr schön gemacht. Achso, den Schnitt habe ich ja ganz vergessen. Hier, yeah, den Schnitt für euch. Der Schnitt, würde ich mal sagen, mittel bis fein. Molasse, sehr gut eingezogen. Das Ganze kommt, wie gesagt, in den Döschen. Jede andere Sorte hat natürlich andere Farben, ist ja logisch. Das Ganze 200 Gramm, 15,90 Euro, ready to smoke. Könnt ihr nichts falsch machen, braucht ihr auch nicht umzippen. Könnt ihr hier locker safe drinnen lagern. Und ich würde sagen, bevor ich dann zu den Kohlen komme, die ich dann gleich drauflege, damit wir rauchen können, damit wir mal testen können, wie das Ganze so schmeckt, wie das Ganze so raucht, das Setup Bonnie am Schlüssel. Heute habe ich mir mal gedacht, bei diesem schönen Wetter draußen, wo es so schön schneit, habe ich mir mal einen Molassefänger mal dran gehauen, obwohl er ein bisschen natürlich den Durchzug vermindert, aber mein Gott, Optik muss ja auch manchmal sein. Dann rauche ich heute mal im Tonkopf mit Kaminaufsatz und mit 3 Tom Kokocha C26 Kohlen. Dann würde ich sagen, mache ich die Kohlen heiß, schmeiß sie oben drauf und wir sehen uns sofort wieder, wenn die Lunte an ist. Bis gleich. Servus Leute, die Lunte ist an und wir kommen jetzt gleich zu dem Geschmack und dem ganzen Pipapo um den Tabak herum. Dann rauchen wir doch mal den ganzen, wie das Ganze so raucht. Also ich finde, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Dichte weiße Wolken, also vom Rauchverhalten richtig top. Verträgt auch ordentlich Hitze. Ich rauche circa 10 Minuten mit dem ganzen Ding. Und ich muss sagen, er verträgt richtig ordentlich Hitze, kann ich sagen. Die Kohlen liegen fast mittig. Richtig nice Dingchen. Yeah. I was gonna clean my room until I got high. I was gonna get up and... Ne, wie gesagt, das Ganze schmeckt richtig geil. Im Vordergrund habt ihr diesmal nicht die Bananennote, komischerweise. Die schwingt leicht mit, aber im Vordergrund habt ihr eher die Kirsche, würde ich mal behaupten. Dieses Cremige ist auch auf jeden Fall mit am Schlüssel, aber im Vordergrund habt ihr definitiv die Kirschnote, die im Vordergrund steht. Leicht gepaart mit der Banane von der Ananas. Ich glaube, die ist anscheinend nur zum Mischverhältnis dabei, dass es vielleicht ein bisschen abgerundeter ist, aber wirklich ananasmäßig schmecke ich da 0% raus. Leider Gottes, wäre bestimmt eine geile Kombi gewesen. So habt ihr quasi einen Kiba-Milchshake vom Allerfeinsten, würde ich mal sagen. Also gerade zu der Jahreszeit, wo es auf uns zukommt, winterlicher Tabak, kann man auf jeden Fall sagen, richtig schön cremig. Kirsche am Schlüssel, Banane am Schlüssel, was will man mehr? Wenn man auf Banane steht und auf Kirsche steht, kann ich den Tabak jedem, der auf sowas steht, total ans Herz legen. Da macht ihr auf jeden Fall nichts falsch. Ich werde mir jetzt wahrscheinlich eventuell noch mal ein, zwei andere Sorten von Alpha gönnen, wo mich so leicht angesprochen haben, aber ich würde sagen, der Asphalt hat mich jetzt am meisten angesprochen von den ganzen, gerade zu der jetzigen Jahreszeit rauche ich sowieso lieber cremiger irgendwie. Und deswegen habe ich mir den Asphalt mal gegönnt, um ihn euch mal vorzustellen, wer ihn noch nicht geraucht hat. Wie gesagt, ihr macht da nichts falsch mit dem Asphalt, seid ihr selbst dabei, richtig leckeres Ding. Natürlich nicht so intensiv wie vom Geruch jetzt, aber er kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Richtig nice, diese Bananennote. Leider Gottes nur
mittelmäßig im Hintergrund gehalten, Vordergrund eher die Kirsche. Also ihr habt auf jeden Fall so einen Kiba-Mix am Schlüssel mit einer Milchnote. Wie ich schon gesagt habe, ein Kiba-Milchshake vom Allerfeinsten. Wie gesagt, das Tabak ist, wie gesagt, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr diesen Kanal supporten würdet. Mit einem Däumchen nach oben würde ich mich sehr freuen. Support ist kein Mord. Wenn ihr noch mehr Videos von mir sehen wollt und noch mehr Tabaks, die ich vorstellen werde, sehen wollt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonnieren würdet. Und ich würde sagen, ich freue mich bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wiedersehen bei einem neuen Tabak-Review. Hello from the other side. Ciao.